Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Für mich geht heute mein Videotagebuch oder Praktikumsbericht los mit dem Umzug. Das heißt, ich nehme alle meine Sachen, ab ins Auto und los nach Bremen. Viel Spaß. So, alles ist jetzt hier drin, was ich brauche, hoffentlich. Und jetzt geht's los nach Bremen. Supermärkte Deutschlands. Kurz nach. So, ich bin jetzt hier in Bremen angekommen. Hier vorne müsste irgendwo das Gelände sein. Jetzt geht es aber für mich erstmal in die Stadt, Dokumente abgeben und Schlüssel holen. Da muss ich jetzt rein. So, diese Kleinigkeiten hier habe ich jetzt bekommen. Meine Schlüssel, meine Chipkarte. Jetzt hole ich noch mein Board ab und dann geht's ab zur Wohnung. Erstmal die Wohnung sehen. Jetzt heißt es einmal aufs Gelände fahren zur Wohnung. Okay, mir wurde gesagt, durchs Tor rein, Pförtnerhäuschen und direkt dahinter rechts. Und unter uns ist die DLRG, das heißt DLRG dort, das heißt da rein muss ich wahrscheinlich. Mal gucken, wie gut das klappt. Oh. Einmal angekommen. Ich denke, hier kann ich gut ausladen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, okay, das passt schon mal. Das ist gut. Hoch geht's. Schon die ersten Fotoreportagen. Nice. Und der Hall hier drin ist aber sehr deutlich. Okay, krass. So, ich weiß, Schuhe ausziehen. Aha. Okay. Rechts das Bad, okay. Hier ist mein Mitbewohner. Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, Küche und hier, das rege ich das Zimmer. Wow, okay. Ja, ist doch eigentlich angenehm. Vielleicht stelle ich das noch um, weiß ich nicht. Mal gucken. Erstmal Sachen hier hochbringen und dann ein bisschen planen, würde ich sagen. Aber das reicht doch. Netter View. Ja.
Okay. Das ist jetzt quasi mein Reich für die nächsten 6 Monate. Dann hole ich mal die Sachen hoch, würde ich sagen. So, nachdem ich alle Sachen von unten nun hier hochgeholt habe, heißt es nun, das alles in das Zimmer. Vorab möchte ich aber gerade testen, ob der da reinpasst, wenn ich das drehe. Also probiere ich das erst umzustellen und räume dann hier alles rein. Let's go. Einmal kurz gucken, ob der Schreibtisch dort da reinpasst, wenn ich das Bett drehe. Dann habe ich quasi hier den Schreibtisch, kann da schlafen, Schreibtisch arbeiten, da sind meine Sachen drin und kann das quasi so als Hintergrund benutzen. Ich glaube, so mache ich das. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Ich habe Stand jetzt noch keine einzige Buchse gefunden, wo ich ein LAN-Kabel reinstecken kann, weil mein PC braucht auf jeden Fall Internet, weil der ist nicht WLAN-fähig. Ich brauche auf jeden Fall ein LAN-Kabel, ist auch schneller. Geht hier nun nicht. Das heißt, ich werde mir gleich ein langes LAN-Kabel kaufen und das versuchen, von draußen hier reinzulegen. Aber vorab meine Sachen hier rein. Ich glaube, die tue ich jetzt erstmal alle auf die Seite. Genau. So, jetzt habe ich alles hier in meinem Zimmer quasi. Ein paar Bilder, Bett, PC, Monitore, Pflanze, ein bisschen davon. Da sind die restlichen Sachen. Das sind alle meine Sachen. Da was zu trinken. Und jetzt heißt es für mich, wir fahren einmal gerade ein LAN-Kabel holen, weil ich brauche hier Internet von da draußen. Ja, und dann machen wir das hier später weiter. Ich denke, ich brauche noch sowas wie so einen kleinen Minitisch da, wo ich die Pflanze draufstellen kann, weil die kann ich nicht ans Fenster stellen. Sonst berühren die Blätter das Fenster und dann gehen die kaputt. Deswegen, das wird quasi mein Backprop. Mal gucken. Mal sehen, wie das noch wird. Aber erstmal ist alles drin. Tada! Was Neues geholt. Pass auf. Das hier. Internetkabel. Aha. Okay, jetzt müssen wir zusammenbauen. Gefällt mir. Eigentlich ganz nice. Ja. Ja, okay. Also, wenn man reinkommt. Tür zu. Bisschen Kleidung, Jutebeutel. Da ist eine kleine Station zum Laden von meinem One Wheel. Das Bild muss noch an die Wand.
Das Bild muss an die Wand. Hier ist jetzt mein Neonlicht. Für die Pflanze muss immer noch ein kleiner Hocker oder Tisch. Und dann denke ich, dass ich noch so ein kleines Regal oder so dahinstellen werde. Aber das wird erst in den nächsten Wochen passieren. Auch irgendwas gegen Hall noch. Ich will noch gerne diese Decke hier, diese Alpaka-Decke, die ist auch zum Shooten und so. Die will ich auch noch hier irgendwo noch in Szene setzen. Mal gucken, wie. Genau, hier ist jetzt mein Bett. Das sind meine Festplatten, PC. Unten sind so, ja, da lage ich Papierkram drin, Unterlagen und so. Hier ist jetzt mein Desk. Da oben ist mein Kalender, den werde ich noch an den richtigen Monat aufschlagen. Genau, das ist also mein selbstgemachter Kalender. Dann kommen wir mal hier unten. Hier habe ich von dem German Romas noch das Bier von dem Event. Da habe ich meine eigene Coke, die Bielefeld-Tasse, ein bisschen Heimat, meine Uhr, meine selbstgemachte. Du hast mein Setup quasi aktuell mit Mikrofon, immer was zu trinken, die beiden Stühle. Da sind alle meine Sachen drin. Auch aktuell mein Equipment. Das Equipment will ich aber irgendwie auf die Seite zurücklagern, dass da drin nur Wäsche ist. Genau, hier ist mein Fenster. Ja, das war es eigentlich soweit zu der Roomtour. Genau, und jetzt werde ich auf jeden Fall sagen, die nächsten Wochen gibt es immer ein Update der Woche, was ich quasi an Fotos gemacht habe für die Zeitung, wie es bei der Zeitung läuft, wie das Praktikum läuft. Dazu gibt es jetzt immer wöchentlich ein Update. Angefangen mit diesem Video, mit dem Umzugsvideo. Und am Ende dann, es endet dann das quasi das Ganze mit dem Auszugsvideo. Wieder zurück nach Bielefeld. Genau. Bis nächste Woche.